Our dream is one, one that is true to come. Hallo zusammen, willkommen zu Olympia 2020. Ich meine 21. Viel Spaß mit dem ersten Wettkampftag. Ja, meine Damen und Herren, es geht los mit BMX, einem modernen Sport, einem dynamischen Sport, einem actiongeladenen Spektakel hier in Tokio 2020, 21. Und das ist eine neue Sportart. Und mal gucken, wie Deutschland sich hier schlagen wird. Christian Jansen ist auf jeden Fall bereit. Das Teilnehmerfeld ist natürlich saustark besetzt. Mal gucken, wie diese Qualifikationsrunde laufen wird. Platz 4 ist notwendig, um ins Halbfinale einzuziehen. Ich male uns da doch sehr, sehr gute Chancen aus. Mal gucken, wir haben hier große Konkurrenz. Wichtig ist der Start. Aber ich schweige jetzt. Und das ist ein Traumstart. Christian zieht davon und jetzt kommt es drauf an. Der Sprung. Der Sprung war perfekt. Das macht natürlich gut Zeit. Und der nächste Sprung. Oh, nochmal perfekt. Jetzt die Kurve, ganz wichtig, nicht in die Pfütze. Hat er super gemacht. Und er kommt auch nicht oben an die Bande. Christian ist on fire. Oh, der Sprung, der war nichts. Der war nichts, das weiß er selber. Und deswegen macht das direkt auch wieder gut. Oh, die Pfütze, meine Damen und Herren. Aber von der Konkurrenz weit und breit nichts zu sehen. Die nächste Kurve wird einfach grandios genommen. Das ist perfekt. Die Sprünge, da geht er auf Nummer sicher, er muss es gar nicht machen, er fährt dran vorbei, nimmt er die Rail mit, er nimmt die Rail auch nicht mit, da verliert er jetzt natürlich, aber Kurven kann er, das hat er bewiesen, das kennen wir von ihm, ja, und da nochmal zum Abschluss ein perfekter Sprung, jetzt noch die paar Huckel hier, das ist doch wohl gar kein Problem, ein Traum, wie er hier ins Halbfinale einzieht. Christian Jansen enttäuscht hier überhaupt nicht und macht sogar noch einen persönlichen Rekord zum Start von Olympia. Kann man es sich besser vorstellen? Nein, ich glaube nicht. Das war herrlich. Man sieht 5 Sekunden Vorsprung. Das ist eine Welt in dieser Disziplin. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und ich höre, es geht auch schon weiter mit dem 100 Meter Qualifikationsrennen. Ich gebe rüber zu meinem Co-Kommentator. Ja, danke Christian. Und es geht direkt weiter hier im Sportpark mit 100 Meter Hürdenlauf. 100 Meter ohne Hürden. Oh Gott, ist es der erste Tag. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ja, und auch hier Christian Jansen stark unterwegs. Bei den deutschen Meisterschaften 2020 hat er es noch allen bewiesen. Und hat souverän Platz 1 geholt. Mal gucken, wie es heute aussieht. Die Konkurrenz ist natürlich eine ganz andere. Im 100-Meter-Lauf ist Deutschland traditionell natürlich nicht so stark vertreten. Aber wir gucken einfach mal. Auch Ghana ist hier heute mit Dimka da. Der ist sehr, sehr stark. Oh Gott, was hat der Christian denn da für ein Outfit an? Ein Hund auf dem Kopf. Das ist ja... Lieber den Spatz in der Hand als den Hund auf dem Kopf, sag ich mal. Aber gut, gucken wir, was passieren wird. Windstittig ist das nicht, aber vielleicht kann Christian das mit seiner grandiosen Technik und Kraft einfach wieder wettmachen. Schauen wir. Fertig? Oh Gott, der Start war eine Katastrophe. Aber das ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon. Nein, warten Sie, das ist ein Sprint. 100 Meter und er schafft es ins Ziel. Das ist Wahnsinn. 11,156 Sekunden ist nicht gut, aber es hat gereicht, um damit den Boden aufzuwischen und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Dieser Hund, ich habe nichts gesagt, er ist das Erfolgsrezept. Ich bin mir sicher, Medaille ist möglich. Und weiter geht's mit Sportklettern, meine Damen und Herren. Bleiben Sie gespannt. Ich gebe rüber zu meinem Co-Kommentator. Ja, danke Christian. Und weiter geht's mit der nächsten modernen Sportart, Sportklettern. Wer kennt es nicht? Mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit eine Wand hochrennen. Ja, das machen wir doch alle gerne. Und auch hier ist Christian wieder unterwegs. 1000 Sacher. Der kann einfach alles. Und gucken wir uns mal an, es geht hier 1 gegen 1, also hier gibt es keine Ausreden, hier gibt es kein Taktieren, man muss gewinnen, um weiterzukommen. Und wir klettern heute gegen Norwegen, eine erfahrene, vielversprechende Spielerin, die wir hier sehen. Aber Christian ist auch nicht so schlecht, sein Rekord,
deutet nicht darauf hin, dass wir hier eine Chance haben. Aber wir gucken mal. Olympia, dabei sein ist alles. Alles ist möglich. Und jetzt geht es los. Ganz wichtig ist auch hier direkt der Start. Beide haben natürlich die gleiche Strecke und trotzdem gibt es da sehr unterschiedliche Techniken. Und Christian startet gut. Oh, da verliert er schon die ersten Meter. Ja, ja, er hat aufgeholt, aufgeholt. Oh, da wartet er zu lange. Warum wartet er da? Oh, da hat er verfehlt. Das ist ganz knappes Ding. Und jetzt trödelt er. Oh, er trödelt. Aber er ist dran. Oh, das wird nichts. Ganz starkes Rennen von Norwegen, muss man einfach so sagen. Völlig verdient gewonnen. Das war hier gar nichts. Die Qualifikation ganz klar verloren. Es hätte einfach nicht sein sollen. Und ich höre, es geht aber auch schon direkt weiter mit dem Hammerwerfen. Das ist ja Hammer. Viel Spaß mit meinem Co-Kommentator. Wir sehen uns. Ja, danke Christian. Und es geht weiter mit dem Hammerwerfen. Eine klassische Disziplin. Wenn wir eins können, dann ist es Hammerwerfen. Und der Christian ist natürlich auch hier wieder am Start. Ich habe mit ihm vor dem Turnier gesprochen und er sagte, er ist ganz klar fokussiert. Er hat sich vorbereitet, er weiß, was auf ihn zukommt. Der Druck ist groß. Es wird wirklich wichtig zu sehen, schafft er es, ins Halbfinale einzuziehen. 62 Meter müssen überboten werden, um hier zu gewinnen. Die ersten 4 Plätze würden reichen. Also alles über 60 führt zum Ziel. Schauen wir einfach mal, was hier so kommen wird. Ja, wir sehen auch hier mit Wu haben wir eine vielversprechende Spielerin aus China. Das ist natürlich gar keine Konkurrenz für Christian. Aber wir schauen, es ist immer eine Kopfsache. Weit werfen können die alle, aber es kommt hier drauf an, punktuell da zu sein. Man hat 3 Versuche und wenn man da einen von verbaselt, dann ist es direkt vorbei. Und er ist konzentriert. Er dreht sich. Die Bewegung ist gut. Jetzt kommt die Körperdrehung. Und er schafft es. Ganz toll. Ja, 70 Meter. 71 Meter. Da ist er schon direkt mit weiter. Aber schauen wir. Er hat ja nicht nur einen Versuch. Er hat 3 Versuche. Auch wenn dieser Versuch schon reicht. Mal gucken, wie sehr Sportsmann er ist, um zu zeigen. Konkurrenz, ich bin da. Ich bin fokussiert. Ich weiß, dass Olympia 2021 ist. Und jetzt werde ich das Ding werfen. Und jetzt wirft er das Ding und. Ah, viel zu weit. Das war nichts. Die Nerven sind doch da. Aber er freut sich. Er ist ein glücklicher Typ. Er hat Spaß. Er ist einfach froh, da zu sein. Ich meine, ist natürlich auch toll, in dieser Corona-Pandemie einmal um die Welt zu reisen. Warum nicht? Das macht doch allen Spaß. Das ist einfach toll. Ein bisschen Urlaub woanders. Ne? Das ist doch super. Man kann es nachvollziehen. Und er dreht sich, das ist fantastisch und, oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist ein Wurf, ein Geschoss, eine Granate. Oh mein Gott, das ist Rekord, das ist Olympiarekord, meine Damen und Herren. Christian Janssen wirft hier für Deutschland Olympiarekord. Einfach mal so, das haben sie nicht gesehen. Das ist natürlich ein völlig verdienter Halbfinaleinzug. Die Konkurrenz wird Angst haben müssen. Ganz eindeutig. Aber das war's dann auch schon von hier und ich höre, es geht weiter im Sportpark, nämlich mit 100 Meter Halbfinale. Schauen wir mal, wie sich da Christian schlagen wird. Auf zu meinem Co-Kommentator. Ja, danke Christian und es geht weiter mit dem Halbfinale in 100 Meter Lauf. Das war ja am Qualifikationsrennen gar keine Blöße gegeben. Trotz Hund auf dem Kopf, souverän eingezogen in die nächste Runde. Aber jetzt warten ganz andere Kaliber auf Christian. Mal gucken, wie sehr ihm Klettern, BMX fahren und Hammerwerfen in den Knochen steckt. Weil das ist natürlich eine Belastung, die kennt hier keine Gnade. Es geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Und Jamaika direkt nebenan ist natürlich viel, viel stärker unterwegs. Mal gucken, es reicht ja, wenn wir Platz 4 erreichen. Mal gucken, ob das möglich ist. Das ist hier alles immer wichtig. Es geht um Sekunden. Da kann jeder Fehltritt entscheiden. Er ist fokussiert. Er geht in die richtige Haltung. Ja, er ist fokussiert. Ja. Fertig. Schon wieder viel zu früh gedrückt, da wird er Kraft verlieren. Oh, ein Start, das ist nicht aus dem Lehrbuch. Er zieht an, er hat gar keine Chance.
eine Schande für Deutschland. So können wir das hier festhalten und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Das hat keine Sekunde Screentime verdient, meine Damen und Herren. Ja, da darfst du weinen, Christian, das ist richtig so. Und ich höre, Christian hat es auch gleichzeitig geschafft, ins BMX-Finale einzuziehen. Wir schalten direkt rüber zu meinem Co-Kommentator. Ja, danke, Christian. Wir sind im Finale. Finale, Finale. Das rufen sie jetzt alle in Deutschland beim Public Viewing, beim Rudelgucken. Christian Jansen geht hier natürlich als Underdog ins Rennen. Das Halbfinale, für alle, die es nicht gesehen haben, ganz knapp auf Platz 4 geschafft. Das war wirklich eine andere Sportart, die wir hier gesehen haben von den anderen Ländern. Mal gucken, was hier möglich ist. Ich erwarte wenig und hoffe doch viel. Aber Christian, der hat schon gezeigt, gerade die Schmach im Halbfinale 100-Meter-Lauf, das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Schauen wir, schauen wir. Der Start wird ganz entscheidend sein, aber danach auch die Tricks landen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und wir gucken, oh, das ist wieder ein verspäteter Start. Aber er geht in die Pedalen, er geht in die Pedalen und was war das? Da fehlt die Kraft in den Beinen, da fehlt die Kraft. Man sieht es, die Kraft ist weg. Das ist hier nur noch ein Schaulaufen. Und er nimmt auch noch die Pfütze halt mit. Ja, Kurven kann er, das hat er schon immer bewiesen. Aber da geht er in den Innenkampf. Und die Sprünge laufen gar nicht mehr. Da müssen wir wirklich auch mal mit der Technik. Oh, die Pfütze. Jetzt nimmt er aber auch alles mit. Er versucht hier wirklich jede Sekunde rauszupressen aus dem Event und so lang wie möglich bei Olympia zu sein. Aber das ist trotzdem eine Schmach, meine Damen und Herren. Es wird auch nicht besser, es wird schlechter. Sagen wir es, wie es ist. Es wird schlechter. Und da brauchen wir uns auch gar nicht... Doch, da brauchen wir uns drüber aufregen, weil das geht so nicht. Das ist ein Finale. Das ist eines Finales nicht würdig, was der Herr Jansen hier abliefert. Da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal ein ernstes Wort drüber reden. So geht's nicht weiter. Also das... Das war gar nichts. Das kann man so sagen. Schauen wir einfach 46 Sekunden. Das ist persönliche schlechteste Leistung seit 15 Jahren gefühlt von Herrn Jansen. Auch wenn es vor 15 Jahren den Sport nicht gab, er war damals besser. Aber Glückwunsch geht raus an Russland. Völlig verdienter Sieg, war auch im Vorfeld klar. Und ich höre, es geht weiter mit dem Hammerwerfen-Finale. Und ich schalte rüber, meine Freunde. Willkommen im Finale des Hammerwerfens. Wer das Halbfinale verpasst hat, Christian Jansen hat einfach nochmal einen neuen Weltrekord aufgestellt mit 109 Metern. Fast die 110 Meter geknackt. Er ist natürlich ganz klarer Top-Favorit auf den Titel hier. Mal schauen, was hier passieren wird. Olympia, alles ist möglich. Er hat 3 Versuche und wir starten direkt mit dem ersten. Er wird konzentriert, er geht in die Hocke. Ja, das ist richtig. So, schweigen wir. Kommt hier die erste Olympiamedaille für den ersten Tag? Die Drehung. Er nimmt sie gut. Er dreht sich. Und viel zu früh. Viel zu früh. Das war nichts. Den können wir direkt abhaken. Weitermachen. Brauchen Sie gar nicht zählen, meine Damen und Herren. 55 Meter. Da lacht er doch sonst drüber. Ja, ganz klar. Letzter Platz. Völlig verdient. Der zweite Versuch. Da ist er eigentlich stark. Das ist seine Disziplin. Der zweite Versuch. Und er dreht sich. Jetzt Fokus. Ah, ganz knapp an perfekt. Aber das war nur knapp an perfekt. Das heißt, nicht mal die 80. Oh Gott. Der Druck ist jetzt natürlich gigantisch. Sagen wir es, wie es ist. Der Druck ist da. Christian muss jetzt liefern. Er hat Olympiarekord 2-mal in diesem Turnier aufgestellt. Das kann doch nicht sein. Und jetzt, komm schon, Christian. Oh. Nein, das war nicht toll. Das war's. Das waren die Olympiaträume von Christian Jansen. Der erste Tag, er ist zu Ende. Es war eine Katastrophe. Ich verabschiede mich aus dem Studio und gebe ab an meinen Co-Kommentator. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war der erste Wettkampftag, meine Damen und Herren. Das war eine reine Vollkatastrophe für Deutschland. Aber mal gucken, wie es weiterläuft. Olympia 2021 ist noch lange nicht vorbei. Klicken Sie hier für weitere Videos.